Was? Mann! Hm? Das macht doch keinen Sinn. Sie hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. Messer, man erwartet viel von euch. Ich glaube, ich war hier noch nie, oder? Noch einmal. Warum hast du Pegast getötet? Ich habe sie nicht getötet. Wie oft wollt ihr es noch hören? Der Prophet hat ein Fläschchen Glimmerkappenstaub in der Nähe ihrer Leiche gefunden. Wie erklärst du das? Vielleicht damit, dass es außer mir noch 1000 andere Schnupfer in dieser Stadt gibt? Verflucht nochmal, ja, ich habe Koarek die Lage unserer Außenposten verraten. Aber mit dem Tod dieser Frau habe ich nichts zu tun! Dann sag uns wenigstens, wen er außer dir noch gekauft hat. Wer die Söldner in Aldrashengrad geschickt hat. Ich weiß es nicht. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Weißt du warum? Weil dieser Krieg Wahnsinn ist, Thealor. Er ist Wahnsinn. Er ist unnötig. Und du bist zu verblendet, um es zu sehen. Ich bin verblendet? Wer von uns beiden ist bitteschön der Verräter? Wer von uns hat den Tod von über 100 Männern und Frauen zu verantworten? Bleiben wir beim Thema. Anschuldigungen führen uns nirgendwo hin. Ein rechtes Wort aus deinem Mund, Natara. Bravo! Schade, dass sich deine Weisheit in Worten erschöpft. Warst du früher nicht immer die Entschlosseste von uns? 3 Jahrzehnte hast du dieses Land geführt und nie hast du Schwäche gezeigt. Aber kaum kommt der große, totgeglaubte Thealor Arantheal, bist du plötzlich nur noch am Katzbuckeln. Warum, Natara? Glaubst du mittlerweile wirklich auch, dass uns dieser Haufen Altmetall da draußen retten kann? Oder druckst du nur, weil Thealor dir damals das Bett gewärmt hat? Du machst es nur noch schlimmer. Tue ich das? Ihr seid doch so unendlich dumm und verblendet, alle beide. Erkennt ihr denn nicht, was für ein Nahkoarek wirklich ist? Seine verflucht nochmal einzige Bedingung für den Frieden war, dass wir aufhören, irgendeine alte Maschine wieder aufzubauen. Was hätte uns das gekostet? Nichts! Aber nein, Thealor, dir ist dieses Hirngespinst von Zyklen und Hohn wichtiger als alles verdammt, sogar als dein eigenes Volk. Hirngespinst? Du glaubst also allen Ernstes, dass die Bedrohung nicht real ist, nach allem, was passiert ist? Ich weiß es nicht, verdammt. Ich bin Krieger, kein Gelehrter. Was ich weiß ist, dass wir diesen Krieg nur verlieren können. Und dass für jeden Tag, den wir ihn führen, 100 neue Gräber geschaufelt werden müssen. Hier sind wir sicher, ja. Aber was ist mit den Dörfern, den Bauern? Versteh mich nicht falsch, Thealor. Ich weiß, was ich getan habe, aber manchmal ist ein schneller Schnitt eben besser als ein langsames Ausbluten. Koarek hätte die Stadt eingenommen. Und wir hätten uns ergeben. Vielleicht hätte er Gnade gezeigt. Zumindest gegenüber dem gemeinen Volk. Aber diese Hoffnung können wir jetzt vergessen. Nein. Dir ging es nicht um das Land oder um die Leute. Worum es dir ging, ist deine eigene Haut. Nicht mehr und nicht weniger. Und ja, Jorek, vielleicht stimmt das, was du sagst. Vielleicht ist der Kampf aussichtslos. Aber das bedeutet nicht, dass ich aufgeben werde. Weil ich etwas habe, das dir fremd ist. Prinzipien. Die hast du nämlich nicht. Du hast nichts außer deiner Schnapsflasche und deinem verdammten Staub. Du bist ein grauer Mann ohne Talente. Und der einzige Grund, dass du hier bist und nicht in den Gossen der Unterstadt, ist deine Herkunft. Und jetzt sind Hunderte tot, einzig und allein wegen deiner Feigheit. Glaub nicht, dass ich das um unserer Freundschaft willen akzeptieren werde. Ich zähle jetzt bis 3. Wer noch? 1. Na, bist du nicht ein harter Mann, Thealor? 2. Es war das Richtige. Irgendwann wirst du das begreifen. Und dann wirst du dich dafür schämen, was du mir eben angetan hast. 3. Thealor. Gehen wir.
Das war's. So schnell kann's gehen. Geht weiter. Man erwartet viel von. Ein bisschen mehr Respekt. Das. Hm? Geht auch rum, die Alte, ey. Und was hab ich denn alles wieder mit mir, ey? Ah, siehst du, das wolltest du verkaufen. So, dann wollen wir doch mal sehen. Dass wir auch so schon zu tun hätten. Ist es wichtig? Müde. Sieh mal einer an, wer da kommt. Und mein Kind? Ich weiß, dass du es immer noch nicht gefunden hast. Du denkst, du weißt, was du tust, aber in Wahrheit irrst du immer noch im Dunkeln. Wie all die anderen auch. Leider. Ja, das ist es, was du glaubst. Dabei wäre es doch so einfach, die Wahrheit zu erkennen. Zu begreifen, wenn du zwischen all deinen Heldentaten eines nicht verlernt hättest. Nämlich zuzuhören. Komm. Lass mich dir zeigen, was ich meine. Puh. So. Komm, mein Kind, setz dich. Setz dich und lass uns der Stille lauschen. Warum, Liebling? Warum lügst du? Du weißt doch, dass Lügen eine Sünde ist. Und du weißt auch, in welche Position mich das bringt. Was willst du denn noch hören? Es ist unseres. Deines. Meines. Du machst mich unglücklich, weißt du das? Du machst mich sehr, sehr unglücklich. Letztes Mal. Von wem ist das Kind? Oh Herr, ist das der Lohn für meine Frommheit? All die Jahre habe ich mich aufgeopfert für diese Familie. Ich habe geschuftet, meine Träume vergraben und alles nur, damit sie ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch hat. Und nun? Nun betrügt mich mein eigenes Weib und trägt eine fremde Frucht im Bauch. Aber nein, das ist nicht genug. Sie verweigert mir die Wahrheit. Mir, ihrem eigenen Mann. Was soll ich tun, Herr? Sag es mir. Was soll ich tun? Natürlich. Natürlich, Herr. Ihr habt recht. Der Schöpfer hat zu mir gesprochen, Liebling. Ein Kind, das aus körperlicher Sünde entstanden ist, ist befleckt. Und deshalb werden wir es ertränken. Ja, so machen wir es. Sobald es draußen ist, kommt es in den Trog. Du bist ein Monster. Du bist ein verdammtes Monster. Wie bitte? Nein, ich... Ich glaube, du hast gerade etwas gesagt, was mich sehr unglücklich machen würde, aber leider habe ich es nicht verstanden. Sei doch so gut und sag es noch einmal.
Was ist? Ich kann dich nicht hören, Liebling! Ich kann dich nicht hören! Und, mein Kind, wie fühlt es sich an, machtlos zu sein? Wie fühlt es sich an, zusehen zu müssen und nichts tun zu können? Nein, und jetzt kannst du es, nicht wahr? Aber uns bleibt keine Zeit mehr, mein Dummerchen. Ich muss nun gehen. Für immer. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Und ich brauche endlich wieder Fleisch. Blutiges, verbranntes Fleisch. Leb wohl. Hey, hey, Saira, wach auf! Was ist denn los mit dir? Was, aber... Das werden wir. Wir haben die Steine und wir werden sie gegen die Hohen einsetzen, egal wie sehr uns dieser Koarik davon abzuhalten versucht. Aber jetzt beruhig dich erst einmal. Naja, ich hab dich schreien gehört. Und außerdem wollen Yuslan Charim und der Erzmagister dich sehen. Anscheinend haben sie eine Fährte zum Numinos. Am besten, du gehst zu ihnen, sobald du kannst. Ja, wie immer. Aber warte noch, bevor du gehst. Ich muss dich noch etwas fragen. Der Söldner. Verzeih die Frage, aber was empfindest du für ihn? Ich... Verstehe. Naja, wir sehen uns dann später. Gib auf dich Acht. Du siehst nämlich ziemlich mitgenommen aus. Na, seid ihr alle schon auf und nur da aufgestanden? Schon irgendwo was versteckt, wenn ich mich sehe. Oh. Ich bin ein S. Oh, fuck. Ist hier nur ein Penny, Alter? Das gibt's doch nicht. Ich bräuchte mal eine Uhr. Ey, warum ich die Scheiße mitschleppe? Hier, guck, sie hat Gewicht 9. Ey, wieso kann ich das denn nicht verkaufen? Lass mich durch. Für mich klingt das, als riskieren wir eine ganze Menge für so etwas wie den Hauch einer Chance. Ich weiß nicht, ob das unbedingt klug ist. Keine Chance ist besser als eine, so sagt man doch so schön. Und ihr solltet noch mit dem Großmeister sprechen, er ließ nach euch rufen. Ließ er das? Wie schön. Dann werde ich mal meinen heiligen Pflichten nachkommen. Schreitet wohl, Erzmagister. Ah, Prophet. Hättet ihr später vielleicht noch einen Moment für mich? Da seid ihr ja. Und habt ihr euch gut erholt? Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Menschen so lang schlafen sehen. What the fuck? Ich bin auch den ganzen Tag draußen unterwegs in der Wildnis. Bin am Ackern, bin Monster am Töten, bin in irgendwelchen Höhlen am Umkriechen und du sitzt hier und liest deine Zettelchen und dann... Den Umständen entsprechend.
Die Truchessa hat die Hälfte unserer Arkanisten für die Stärkung des Torsiegels eingeteilt, was die Arbeit an dem Leuchtfeuer natürlich schwerer macht. Und darüber hinaus sind sowohl die Träume schlimmer geworden, als auch, dass uns immer mehr Berichte über Fälle von rotem Wahnsinn erreichen. Tragisch ist das. Wirklich tragisch. Ja, Bürger und Bürgerinnen verschwinden aus der Stadt und werden von unseren Kundschaftlern halb verhungernd und deliröses Zeug redend in der Wildnis wiedergefunden. Und das ist nicht alles. Sie sind extrem gewaltbereit. Achtet auf euch, wenn ihr unterwegs seid. Wirklich. Ja, zweifelsohne. Mit dem Beginn des Krieges hat sich alles noch einmal um ein Vielfaches verschlimmert. Fast als würde das Chaos den Hohen Kraft geben. Ich weiß es nicht. Naja, sagen wir haben eine Fährte zu einem Ort, wo wir Hinweise finden könnten. Aber am besten, ich beginne die Geschichte von vorn. Während ihr geschlafen habt, hat jemand versucht, in das Lager der Kaserne einzubrechen. Ein Sternling namens Kurmai. Tja, haltet euch fest. Er sagte, dass er nach Schattenstahl gesucht hat. Und zwar, weil er seit Jahrzehnten an einem Luftschiff baut, mit dem er die vergessene Heimat der Sternlinge finden will. Ja, habt ihr noch nie davon gehört? Die Sternlinge glauben, dass ihre Urväter und Mütter an einem vergessenen Ort in den Sternen geboren wurden. Es soll ein Ort sein, wo es keinen Krieg oder Hunger gibt und wo alle in perfekter Harmonie zusammenleben. Aha. All die Technologie, alle Maschinen, die wir den Sternlingen verdanken, wurde ursprünglich entwickelt, um sie zu diesem Ort zu bringen. Hat etwas Nostalgisches, wirklich. Aber leider sind auch schon sehr viele Sternlinge auf dieser Suche gestorben, weil ihre Luftschiffe abgestürzt oder verschollen sind. Und gefunden hat die Stadt noch keiner von ihnen. Kurmai aber behauptet, dass er es könnte. Dazu wollte ich gerade kommen. Wir alle hielten ihn natürlich erstmal für verrückt. Als die Garde ihn verhaftete, hat er gefleht und gebettelt. Er dürfe nicht scheitern, er sei so kurz davor. Im Gegensatz zu den anderen hat der Großmeister ihm zugehört. Und anschließend die Außenposten in Dünenhain kontaktieren lassen, um die Höhle ausfindig zu machen, in der der Sternling das Schiff angeblich gebaut hat. Tja, und die haben zwei Dinge festgestellt. Erstens, das Schiff existiert wirklich. Und zweitens, die alten Pläne, nach denen er es zum Teil konstruiert hat, ähneln denen des Leuchtfeuers. Das oder jemand, dessen Pläne schon die Ursternlinge für den Bau der Sternenstadt verwendet hatten. Egal wie man es aber rollt, es heißt aber vor allem eines. Die Ursternlinge wussten von dem Leuchtfeuer und damit von dem Zyklus, den Hohn und der Läuterung. Sagen wir es so, wenn es jemand wissen könnte, dann sie. Und ein Versuch ist es wirklich wert. Das bedeutet also, wir müssen diesem Kurmai helfen, das Schiff fertigzustellen und ihn dann bei seiner Reise zur Sternenstadt begleiten. Ach, stellt euch doch mal vor, das funktioniert. Was wir die Urväter alles fragen könnten, ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Simpel gesagt, ja. Erstmal solltet ihr zu Kurmais Werkstatt in der Pulverwüste gehen. Der Großmeister und ein paar Arkanisten sind schon vorgegangen. Wichtig ist, dass ihr vorsichtig seid. Die Nerimesen sind zwar nicht leichtsinnig genug, direkt vor dem Stadttor zu lagern, aber sie haben Außenposten auf ganz Enderal errichtet. Ihr beherrscht die Teleportmagie, nicht wahr? Nein. Nehmt diese Spruchrolle. Sie bringt euch ohne Umwege in die Pulverwüste. Ich muss jetzt weitermachen. Je mehr wir uns mit dem Leuchtfeuer auseinandersetzen, umso faszinierender wird es. Es gibt noch viel zu lernen. Ist es wichtig? Oh, Dünenheim, Dünenheim. Ich komme.
Das soll auch mal einer verstehen. Oh, wo war das jetzt hier mit dem Handel? Da unten steht keiner. Hier herrscht Ordnung, auch ohne Stahlkrabben. Was für ein Mistwetter. Ihn auch nicht gut. Verzeih. Sand in den Stiefeln, Sand in den Ohren, Sand in der Nase. Ich will doch nur Handel betreiben. Ich verstehe nicht, warum das so schwer ist in der Stadt. Du schon wieder? Na, alles im rechten Lot? Du schon wieder? Guten Abend. Fremdländer. Jetzt muss ich Geld machen. Da kann man noch ein bisschen ausschütten, oder? Money, 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 money. Hm? Okay. Lasst euch Zeit. Es gibt ja eh nicht so viel zu tun hier unten. So, ich will verkaufen. Money will verkaufen. So, dann habe ich ja das, das, das. Das, das. Was? Mehr nicht? Was ist noch hier? Ein Schwert.
denn dieser komische Wein, ne? Warte mal, hier nicht. Hm? Mit dem ganzen Scheiß losgeworden, ist doch mal super. Mehr Tinktur. Der Schicht ist schwer, fetter Braten. In den Arsch treten. So ist das eben. Ahoi! Ahoi! Was? Die sind alle so aggressiv, ne? Hm? Lasst euch Zeit. Es gibt ja eh nicht so viel zu tun hier unten. So, was hat die denn? Sag mal ja. Guck mal. Ja, natürlich kein Geld. Ich komm wieder, die Tür kaufe ich. Ist doch immer dasselbe. Scheiß Erkältung. Hörst du? Böse. Was? Wer? Ihr? Wo ist euer Fleisch? Ihr habt kein Fleisch. Ihr habt kein Fleisch. Ihr.
denn da rein? Ich könnte das hier irgendwie abbauen. Bist du hier links? Ne, bist dahinter, hinter dem Berg und dann links. Was hast du denn her? Ich dachte ein Drache, aber das Miraden. Guck mal, was ist das? Oder ist das erstmal Speicher? Man möchte nicht wieder. Ach so, guck mal, weil da noch ein Monster ist irgendwo. Du warst halt. Hier überall rum, die Besessene.
Ich weiß nicht, was der da gegen mich so. Na toll, nichts für Mana habe ich. Dann nehmen wir Rolle der Wohltat. Gott. Der spuckt mich mit irgendwas voll. Ich bin nur zu schwach bei dem. Ich komme wieder. So, Mädels, jetzt geht's ab. Ist hier noch irgendwas oben? Da ist doch bestimmt noch irgendwo eine Dings versteckt. Da oben bestimmt. Da ist Franke. Könnte ich wetten. Könnte ich wetten, wenn man da irgendwo hochkommt. Ich prügel fast die Drecksau. Da, guck mal, sag ich doch. Eisbrücke, geil. Hat sich gelohnt. Wie viel kann ich denn schon tragen? 478. Prophet, gut, dass ihr hier seid. Folgt einfach den Gang hinunter. Der Sternling ist an Bord des Schiffes. Ja, ist wie ein Luftschiff. Und nicht wie ein Sterngleiter. Naja, aber ganz alleine kann er das doch nicht gebaut. Ich kann's immer noch nicht glauben, dass dieser Kroarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arger Hafen segeln konnte. Aber diese Stahlspinnen scheinen ihn dabei. Schreitet wohl! Wonach? Ihr seid der, den sie war ein Rohr mit drei Finger breit um. So, so.
Ihr seid also der, von dem alle sprechen. Kurmai Katsuotata Kayabe, erfreut eure Bekanntschaft zu machen. Materialien, keine Hilfe. Um ehrlich zu sein, hat er mit all den Grobianen, die jetzt an Gertrude herumhämmern, eher Angst, als dass er sich geholfen fühlt. Oh. Ja, so hat er sie getauft. Ein Name, der sowohl Eleganz als auch Würde symbolisiert. Findet ihr nicht auch? Auf ihren Armen werden wir zu den Urvätern fliegen. Das war der Handel, ja. Auch wenn er sich fragt, was ihr dort oben zu finden erhofft. Aber genug der Worte. Es heißt, ihr seid überaus fähig, wenn es darum geht, Dinge zu beschaffen. Noch zwei Dinge fehlen, um Gertrude zu vollenden. Sakabaku-Kupferlegierungen und ein pyräischer Kristallwürfel. Bringt es ihm, je schneller, desto besser. Kein Problem. Tja, das ist die Herausforderung. Die Legierungen könntet ihr vielleicht in einer der alten Sternlingsminen in der Pulverwüste finden. Der Kristallwürfel wird schon etwas komplizierter. Aber meinen Informationen zufolge habt ihr in Talgard gute Chancen. Es gab damals bei der Erschließung einen Sternlingstüftler, der nahe mit Dalmarak zusammengearbeitet hat. Hier, ich zeichne euch die beiden Orte auf der Karte ein. Sterbt bitte nicht, das wäre höchst unerfreulich. Ah, und hier, einer der Arkanisten war so freundlich, eine Teleport-Rune in der Höhle anzubringen. Mit der Rolle könnt ihr, wenn ihr beides gefunden habt, wieder hierher zurückkehren. Und jetzt entschuldigt mich bitte, es gibt viel zu tun. Ja. Korrekt. Und jetzt bring ihm ein neues, und zwar zackig. Oh, jetzt müssen wir erstmal, was hab ich denn hier? Ich will die doofe Tür jetzt da kaufen. Ein bisschen Schmelzung, da kann ich das einschmelzen. Schreitet wohl! Ah, ihr. Uns wurde gesagt, dass ihr kommen würdet. Ihr stammt doch aus Nerim, oder? Ach, nur aus Interesse. Die Sternlinge aus Anku dort haben angeblich auch ein ähnliches Schiff gebaut. Wusstet ihr das? Nein. Ich bin gespannt, ob sie es tatsächlich damit in den Himmel geschafft haben. Faszinierende Technologie ist das wirklich. Wenn die Shari das nur sehen könnte. Schreitet wohl. Stimmt auch irgendwo eine Eisbahn. Ist das richtig? Na, kommst du nicht hoch? Oh, jetzt gehen wir erstmal zurück nach Dünenheim und ich will diese Tür kaufen. 1300 Euro. Warum will die denn so viel? Euro. Dollar. Habt ihr denn ein paar Klamotten? Kann ich die da kaufen bei der? Komm her. Krieg ich doch nichts für. Warte her. Krieg ich ein bisschen Geld für. Den krieg ich nicht verhauen, der verprügelt mich. Schon ab. Alter, die Tür wollte die eine haben, noch irgendwas. Ah, geil.
Hussi. Manchmal muss man. Ach, scheiße. Wir müssen noch ein paar Stunden pennen. Oh, da passt doch. Ja? Hm? Sicher da. Erstmal, wenn ich meinen Schrott bekaufe nochmal. Null, er tut die so gratis. Kann ich auch froh sein. So, jetzt habe ich 1300. Sicher da. Die Tür. Das kann ich ja noch verkaufen. Ja. Guck mal, genau offen. So, solide Tür. Ja, warte mal, jetzt gucken wir mal. Eine neue Haustür. Ja? Lasst euch Zeit. Es gibt ja eh nicht so viel zu tun hier unten. Gib mir die Tür. So, wo eine... Keine Sorge. Achtet einfach die... Wo war die Alte da unter der Tür? So, und wir kommen uns nicht in die Quere. Der Körper riss es ihr in zwei. Die Monster waren wach und frei. Die Zwiebelköpfe lachen sich ja. Das Mittel war eh einerlei, das Handwerk des Verbrechens war ihr wohl bekannt. Was sind das? Schön war sie Tür und... Die Herrscherin der Unterstadt, wenn